Michael Ende, Momo. Nein, Momo, erwiderte Meister Hora. Diese Uhren sind nur eine Liebhaberei von mir. Sie sind nur höchst unvollkommene Nachbildungen von etwas, das jeder Mensch in seiner Brust hat. Denn so, wie ihr Augen habt, um das Licht zu sehen, und Ohren, um Klänge zu hören, so habt ihr ein Herz, um damit die Zeit wahrzunehmen. Und alle Zeit, die nicht mit dem Herzen wahrgenommen wird, ist so verloren wie die Farbe des Regenbogens für einen Blinden oder das Lied eines Vogels für einen Tauben. Aber es gibt leider blinde und taube Herzen, die nichts wahrnehmen, obwohl sie schlagen. Und wenn mein Herz einmal aufhört zu schlagen? Fragte Momo. Dann, erwiderte Meister Hora, hört auch die Zeit für dich auf, mein Kind. Man könnte auch sagen, du selbst bist es, die durch die Zeit zurückgeht, durch alle deine Tage und Nächte, Monate und Jahre. Du wanderst durch dein Leben zurück, bis du zu dem großen, runden Silbertor kommst, durch das du einst hereinkamst. Dort gehst du wieder hinaus. Und was ist auf der anderen Seite? Dann bist du dort, wo die Musik herkommt, die du manchmal schon ganz leise gehört hast. Aber dann gehörst du dazu. Du bist selbst ein Ton darin. Er blickte Momo prüfend an. Aber das kannst du wohl nicht verstehen. Doch, sagte Momo leise. Ich glaube schon. Sie erinnerte sich an ihren Weg durch die Niemalsgasse, in der sie alles rückwärts erlebt hatte, und sie fragte, bist du der Tod? Meister Hora lächelte und schwieg eine Weile, ehe er antwortete, wenn die Menschen wüssten, was der Tod ist, dann hätten sie keine Angst mehr vor ihm. Und wenn sie keine Angst mehr vor ihm hätten, dann könnte niemand ihnen mehr die Lebenszeit stehlen. Dann braucht man es ihnen doch bloß zu sagen, schlug Momo vor. Meinst du? Fragte Meister Hora. Ich sage es ihnen mit jeder Stunde, die ich ihnen zuteile. Aber ich fürchte, sie wollen es gar nicht hören. Sie wollen lieber denen glauben, die ihnen Angst machen. Das ist auch ein Rätsel. Ich habe keine Angst, sagte Momo.